Letzter Spieltag in Gruppe G, der EHC Liwest Black Wings Linz empfängt die Düsseldorfer EG. Das Team von Rob Daum dabei schon ausgeschieden. Die Düsseldorfer EG von Christoph Kreuzer sicher Zweiter und damit im 16. Finale. Hinein ins Spiel, die Düsseldorfer in den weißen Trikots erwischen bei guter Stimmung in der Keine-Sorgen-Eis-Arena den besseren Start. Die 5. Spielminute und das 1:0 durch Alexei Dmitriev. Für Dmitriev war es das erste Tor in dieser Champions Hockey League Saison, reagiert am schnellsten und bringt seine Mannschaft damit in Führung. Düsseldorf hatte ja schon das Hinspiel mit 6:3 gewonnen. Heute allerdings Linz mit Energie und hier der ersten richtig guten Chance. 10 Minuten waren da gerade mal gespielt. Bobby Göpfert reagiert exzellent. 150 Anhänger der Düsseldorfer sind auch mit dabei. Die sorgten für eine Menge Stimmung. Im zweiten Durchgang sehen Sie dann diese Szene. Eigentlich ein Angriff der DEG, dann aber der blitzschnelle Konter der Linzer und Olivier Latondres mit dem Ausgleich. Da waren in Drittel Nummer 2 gerade einmal anderthalb Minuten gespielt und Latondres bezwingt dann Bobby Göpfert und stellt also den Ausgleichstreffer her. Danach Düsseldorf im Powerplay in der 25. Spielminute und Stefan Daschner mit diesem Gewaltschuss von der blauen Linie zum 2:1. Daschner mit viel Power. Da war für Mike Users kaum was zu machen. Die DEG also wieder in Front. Und die Rheinländer auch danach mit ihrer nächsten Chance. Eduard Lewandowski mit dem 3:1. 2 Tore nun also der Vorsprung für die DEG. Lewandowski, der Topscorer seines Teams mit dem 4. Tor in dieser Champions Hockey League Saison. Blitzsauber rausgespielt, dieser Treffer der Düsseldorfer. Ja, und Linz wollte an diesem Tag natürlich nicht verlieren. Die Mannschaft kämpfte sich zurück über Rob Heise. Toller Schuss von Heise, verkürzt damit knapp 3 Minuten vor Ende des zweiten Drittels auf nur noch 2:3. War eine Energieleistung von ihm, findet die Lücke in der DEG-Defensive und bei seinem Schuss dann nicht zu machen für Bobby Göpfert, der dann im Schlussabschnitt durch Felix Bick ersetzt wurde. Ja, und neben jener Felix Bick bekam dann einiges zu tun. 11 Minuten vor Ende der Partie, der Ausgleichstreffer für die Linzer. Bick musste also relativ schnell zum ersten Mal hinter sich greifen. Jason Ulmer mit dem Tor zum 3:3. Wunderbar freigespielt von McLean, der hier das Auge beweist und Ulmer vollstrecken lässt. Linz war jetzt oben auf und spielt im Powerplay in der 51. Minute. Dann mit dem Treffer zur 4:3 Führung. Zum ersten Mal also Linz in Front. Mario Altmann trifft, weil er sich mit nach vorne stiehlt, von McLean bedient wird und Felix Bick zum zweiten Mal so bezwungen werden kann. Und einen haben wir dann noch. Wieder Powerplay für die Linzer. 5 Minuten vor Ende dieser Partie. Dann das 5:3. Die DEG im Schlussabschnitt vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe. Andrew Kosek mit seinem Treffer zum 5:3 für die Linzer, die damit am Tag des Rambazamba, am Tag der Vorstellung der eigenen Mannschaft, einen richtig schönen Sieg einfuhren. Sie haben auch nochmal die letzte Chance, knapp 2 Minuten vor Ende der Partie. Aber Felix Bick hier auf dem Posten gegen Andrew Kosek. Am Ende gewinnen die Linzer also mit 5:3. Stimmung war richtig gut. Trotzdem ist es das Aus in dieser Champions Hockey League Saison.